Deasley. Also ich verstehe ja, dass Meshara ein Problem ist, so dass wir die beseitigen müssen, aber hier immer nur Rhabarber zu rufen, bringt es ja nun auch nicht weiter. Aber was anderes können wir nicht. Hat denn hier vielleicht irgendjemand einen konkreten Lösungsvorschlag für Meshara? Okay, da alle anderen nur Rhabarber rufen, halten wir uns an Mishas Plan. Wir erklären ja einfach allen den Krieg und ja, hoffen aufs Beste, ne? Dann viel Glück. Jo, nach dieser kleinen motivierenden Ansprache, willkommen zurück zu Part 5. Denkt dran, wie immer freue ich mich über jede Interaktion, damit wir auch weiterhin schönen Content mit Ferroklax und so weiter raushauen können. Aber erstmal back to business. Ich habe ein paar Runden weitergespielt. Wir haben das Siegel hier oben ja eingenommen, müssen jetzt erstmal noch unseren Drachen draufstellen, denn das ist natürlich das Ziel des Ganzen. Wir sehen folgende Situation, dass Meshara keinerlei Siegel mehr hat. Sie wurde also effizient tatsächlich zurückgeboxt. Jetzt müssen wir aufpassen auf die Kröte. Die hat nämlich immer noch 2, so wie wir, aber wesentlich mehr Punkte. Ich weiß nicht, wie es momentan aussieht. Momentan hat sie 1. Ich glaube, sie hat 1 verloren. Hier unten, das hat sie verloren. Das ist sehr gut. Ja, das heißt, wir müssen eigentlich schon fast für Krieg mit ihr erklären. Was natürlich ein bisschen unglücklich ist. Dann seht ihr, welche Strategie ich da fahre. Kann ich euch auch nur empfehlen, bei den Siegeln in der Nähe Teleporter Außenposten zu bauen, sodass ihr jederzeit schnell dahin kommen könnt, auch mit euren Hauptarmeen im Bestfall. Ja, die andere Option ist natürlich jetzt weiter auf den Schimmerhof loszusprinten, denn wir brauchen noch immer sehr, 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 sehr viele Runden. Wenn ihr mal rechnet, wie viele Runden wir brauchen, bei 2 Siegeln, da wird einem nicht gerade, wird man nicht gerade früher, es sind 50 Runden, wenn ich sie konstant halten kann, was auch schon immer fragwürdig ist, weil sie ja konstant angegriffen werden. Da habe ich mit meinem Vasallen ein bisschen was Kriegsbeute gehandelt gegen Mana, leider nicht gegen Gold, ich brauche dringend Gold, brauche eigentlich nochmal 4. Helden und eine 4. Stadt. Alles leider nicht so ganz drin. Dann können wir ein neues Buch wählen. Ja, eigentlich müssten wir jetzt hier auf den Goldgolem gehen. Das Stadtbauwerk ist auch schon ziemlich cool. Das wäre schon eine ziemlich coole Sache, auch wegen der Transformation. Hab aber jetzt überlegt, wir wollen ja weiterhin auf die Konstrukte gehen. Ich meine, das ist auch ein Konstrukt, aber wir wollen erstmal das Tier 3 Buch nehmen. Auch wenn es uns nicht so viel bringt, außer Magieschutzmetalle. Ihr seht, die Konstrukte sind jetzt wesentlich mehr geworden. Wir haben unsere Armee umgestellt. Das heißt, damit können wir jetzt schon was reißen. Das Panzerschiff, ja, ne, wie immer, mythische Einheit kann man nicht buffen. Ist natürlich an sich eine starke Einheit, aber unbuffbar, also zumindest jetzt vom bezogen auf das Buff-Fernkampfeinheiten. Genauso wenig kann es ja von Transformation betroffen werden und damit ist es natürlich nicht so gut wie andere Sachen. Ich würde auch gerne die Chaos-Affinitäten nehmen, weil es einfach auch thematisch gut wäre, wenn wir gegen Feuer immuner werden. Dann könnten wir uns auch auf Dragoner spezialisieren, was auch nicht schlecht wäre. Ja, und wir haben ja dieses Sperrfeuer, was tatsächlich gar nicht schlecht ist, ist allerdings nur so ein Delayed AOE, das heißt, ich markiere eine Runde später, kommt dann zu Schaden. Das ist auch relativ schwer. Kriegsschmiede ist ganz in Ordnung, weil die Ränge erhöht werden von den produzierten Einheiten. Ja, und was wir dann machen, ist darauf direkt forschen. Am besten diese Kriegsschmiede bauen, aber wir haben gar kein Geld, von daher ist es halt relativ schwer. Dieses Abstimmungswerkzeug brauchen wir nicht, weil da bräuchten wir Unterstützungseinheiten. Da bin ich jetzt wieder mal nicht drauf gegangen. Ich würde jetzt erstmal niederhalten, Sperrfeuer oder Panzerschiff. Panzerschiffe können wir dann einfach spammen, ein bisschen so Stack-Spam machen. Aber dafür haben wir eigentlich schon die Phasenbestien, die wir ja jede Runde oder alle 2 Runden produzieren können. Dann bin ich hier hin und her gelaufen wie so ein Idiot, weil ich halt das Siegel wieder einnehmen musste, weil das nach 2 Runden irgendwie wieder attackiert worden ist. Anderer Siegel habe ich jetzt alle möglichen Crap hingestellt, damit wir hoffentlich da einen Vorteil kriegen. Aber wir werden wieder mit der Kröte, glaube ich, im Krieg landen. Wir können natürlich auch Richtung Schimmerhof gehen, damit wir halt verhindern können, dass sie jemals wieder Probleme bereitet, weil sie ja hier oben 2 Siegel hat. Wir haben allerdings jetzt den Teleport, wie ihr sehen könnt, unseren guten alten Fang hier, auch die Möglichkeit gegeben, selber anzugreifen. Der kann jetzt hier schön spontan rüberkommen. Ja, ansonsten wird es jetzt relativ schnell gehen. Das wird jetzt viel hin und her geschaffelt, Runde für Runde, irgendwie ein bisschen Management, aber nichts, was jetzt zu erwähnenswert ist, würde ich behaupten, außer dass wir halt massive Geldprobleme haben. Wir versuchen eine 4. Stadt hier unten zu gründen, damit wir hier auch einen Teleporter haben, vielleicht einfach ein bisschen Gebiet noch einsacken, wobei das, wie ihr seht, fast unmöglich wird, weil wir halt nur Crap hier haben und dann halt 2 gute Gebiete, oder 3 gute Gebiete hier. Plus das Siegel selber, weil man das, glaube ich, gar nicht einnehmen kann. Aber halt mal 3 Gebiete. Wäre eine schlechte Stadt, aber sind wir ehrlich, alle Städte, die wir haben, sind nicht besonders toll. Also hier zum Beispiel Vortex ist auch fertig, ne? Da wir ja den Vasallen hier haben. Wäre es vielleicht eher so, dass wir ihn halt integrieren dann irgendwann. Das Problem ist, und dabei dann verlieren wir noch dieses T3-Stack hier, wenn die Kröte wieder angreifen sollte. Egal. Das wäre auf jeden Fall der Stand der Dinge. Schauen wir mal, wie wir da jetzt weiterkommen und was wir jetzt reißen können, damit wir unseren Punktestand wieder verbessern oder halt wirklich hier mal anfangen, Leute auszuradieren. Es ist genauso gelaufen, wie ich es wollte. Wir werden jetzt einfach Meshara den Frieden anbieten und dann werden wir schön dieser blöden Kröte den Krieg erklären. Denn wir haben dann noch ein paar Rechnungen offen. Diese verfluchten Kämpfe, diese blöden Stacks. Ich habe Albträume davon.
Oh, wenn ich nicht Alkohol bei mir hätte, wäre ich jetzt völlig frustriert. Und dann hoffen wir, dass wir uns die beiden Siedel einsacken können und dann gewinnen wir. Dann scheißen wir auf Mishara. Ja, wie gehört da, wir machen jetzt einen richtig fiesen Trick. Mishara kriegt zwar einen Siegel dazu, aber ich denke, dass wir mehr davon profitieren, wenn wir erstmal die Kröte umklatschen. Das Problem ist, die grenzt uns hier ganz ab oder bringt uns hier sozusagen in die rechte Ecke, wenn es hier zwei Siegel hier sehr nah aneinander hat. Dann hätten wir hier so ein schönes Triumvirat von Siegeln und hätten unser eigenes hier unten in der Ecke, was wir natürlich auch noch verteidigen müssen. Dafür habe ich jetzt erstmal einen Phönix. Das ist jetzt der Xandara, der Phönix vom DLC, von den Quest-DLC, ist halt da gekommen. Den kriegt man für 100 Gold. Will ich nicht großartig was zu sagen, weil ich fand diese Maps ja grausam. Aber egal, der ist jetzt auf jeden Fall da. Das heißt, wir können hoffentlich hier ein bisschen besser dieses Ding hier verteidigen. Nehmen wir noch eine Phasenbestie dazu. Und werden jetzt halt gucken, dass wir hier einen richtig fiesen Move machen. Und die Kröte hoffentlich so richtig schön in der Seite treffen können. Hier vielleicht mit zwei schwachen Armeen, dass wir schon mal zwei Stacks von diesen ewigen Stacks, die sie haben, ausradieren können. Dass wir dann so einen Schwung nach unten machen können und hoffentlich die Hauptstadt angreifen können. Das ist in meinen Augen der beste Sinn, weil bis hier oben zu gehen, schon allein die Zeit, die wir dafür brauchen, ist halt unmenschlich. Ne? Die hat natürlich hier die Möglichkeit, die Siegel einzusacken und sich weiter Punkte zu holen, aber wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir versuchen, da irgendwie pragmatisch ranzugehen. Oh, jetzt hat sie anscheinend schon wieder zwei Siegel. Egal, aber die anderen sind ja alle noch im Krieg mit ihr. Deswegen, ich hoffe, dass die KI die so weit wieder abgelenkt kriegt, dass sie halt bricht oder zumindest immer nur bei einem Siegel so rumbleibt, dass wir bei vier Siegeln sein können, relativ schnell, und sie dann halt übertrumpfen können. Ist schwierig, aber scheint mir jetzt so die beste Lösung zu sein. So, da hätten wir das Ergebnis des ersten Kampfes. Wir haben nichts verloren. Natürlich auch extrem wichtig gewesen. Wir konnten halt wieder, ne, einen Golem-Assistenten habe ich an die Seite geschickt, ein Feuerriese ist hinterhergelaufen. Ich habe alles andere schön geclustert in einer schönen dicken Pulk. Habe diese Totems von unseren Feuerriesen rausgeholt. Die haben dann ziemlich die KI getriggert. Danach habe ich Unturm beschwört. Und die sind dann als Puffer dazwischen gewesen, sodass wir langsam einen Ritter töten konnten. Durch zermalmende Erde konnte ich den Berserker töten. Der braucht uns also gar nicht zu nerven. Der ist ja extrem ätzend, wenn er an uns rankommt. Und den Ritter konnte ich nur stunnen leider. Aber ich konnte dann langsam eins am anderen abfrühstücken. Der Held, also hier Rainer, ist auch total lebensmüde einfach reingerusht. Und da war die jetzt auch kein großes Problem. Gucken wir, was der Rest macht. Dann nehme ich nochmal drei Stacks. Yeah, hey. Und das sind nochmal 3000. Hey, hey, das macht ja so viel Spaß. Okay, ja. Und damit haben wir, nachdem wir drei Stacks besiegt haben und das nur 20 Minuten meines Lebens gekostet hat, nochmal drei Stacks mit noch mehr Armeestärke. Ja. Und wir haben eine Nymphe dabei. Oh, Leute, ey, ich wirklich... Die weiß schon, warum ich eine Pause gemacht habe, denn das ist wirklich anstrengend, gerade wenn ich jetzt kommentieren soll. So zwei, drei Kämpfe hintereinander zu kämpfen, das ist halt brutal immer so. Du kannst nicht ohne solche Kämpfe gewinnen. Ihr seht, ich habe den ersten Kampf, musste ich perfekt gewinnen, damit ich nach dem zweiten Kampf, der noch stärkere Einheiten hat, überhaupt noch eine Chance habe. Oh, ich muss mich erstmal erholen. Ja, und ganz antiklimaktisch habe ich einfach mal Auto drauf gedrückt. Was wird das Ergebnis? Ich sag euch ganz ehrlich, ich nehme das an. Ich kann nicht. Also ich weiß, dass unsere Armee damit auf zwei Armeen runtergegangen ist, wenn überhaupt noch. Aber ich kann das nicht jetzt leisten, nochmal zu kämpfen. Das ist einfach zu viel. Ich schaue, dass wir jetzt einfach noch Phasenbesten kriegen, eh noch locker hinterher. Gut, Kanonen können wir genug bauen. Aber dauern natürlich seine Runden. Knochendrachen müssen wir bezahlen. Aber Leute, ich kann das nicht nochmal. Das ist einfach zu viel. Ich hoffe, ihr verzeiht mir da, weil sonst wäre die ganze Folge auch wieder nur dieser Kampf, ne? Mehr gäbe es dann wieder nicht. Und das ist jetzt nicht unbedingt so interessant, dass das jetzt, glaube ich, sinnvoll ist. Ja, dann werden wir jetzt wieder nachpumpen müssen. Das heißt, wir gucken, dass wir... Ich meine, wir haben unten noch eine Armee, die könnte ich notfalls halt hinterherjagen oder verlieren wir halt das Siegel. Deswegen heißt, wir müssen jetzt wieder Kanonen pumpen bis zur Unkenntlichkeit. Gut ist natürlich, wir haben jetzt so viel in dieser Kriegsbeute, dass wir da wirklich alles hinterher schmeißen können. Ihr seht aber teilweise, die Gebäude können nicht mehr bauen. Wir haben jetzt natürlich durch die zwei Kämpfe natürlich viel Geld gekriegt. Das heißt, wir können jetzt auch mal was nachbauen. Aber ist halt schon recht anstrengend, muss ich einfach sagen, da hinterher zu kommen. Ich hoffe, man kann verstehen, warum ich das nicht mache, denn das ist wirklich, wirklich anstrengend. 27 Runden würden wir einen Siegelsieg gewinnen. Das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, es wird auch gleich wieder hier der Angriff kommen. Also kümmern wir uns gleich drum. Müssen wir uns um die Reste kümmern. Wir haben jetzt zwei, ja, wir haben noch... Nicht mal zwei Stacks, okay. Wir haben jetzt aber hier die Möglichkeit, einen Teleporter zu bauen. Das heißt, wir können jetzt auch direkt Einheiten rüberschiffen. So ist es nicht. Also ich könnte jetzt hier hingehen und könnte dann gucken, dass ich hier irgendwo den Drachen rüber bewege. Ja, hier unten habe ich leider keinen Teleporter.
Also wir müssen hier auch eine Stadt bauen, also gründen. Das ist leider nicht zu vermeiden. Ich könnte mir aber natürlich hier Einheiten kaufen. Ich brauche auch kein Geld dafür. Ja, ich brauche vor allem Kanonen halt wieder, ne? Also was wir verloren haben, waren Kanonen und Phasenbestien. Phasenbestien kann ich beschwören. Das ist kein Problem. Ja gut, und Eisengolem und ja gut, dann brauchen wir wieder Bronzegolems, wobei die auch langsam immer nutzloser werden. Wir können auch Dragoner jetzt mal gehen. Können wir auch machen. Zwei Runden, finde ich ganz in Ordnung. Dragoner sind schon recht stark. Hier können wir jetzt auch Kanonen bauen. Und nicht schlecht darauf zu gehen. Wie viele Runden brauchen wir hier für die Sachen? Viel zu viel. 5 Runden ist natürlich brutal, ne? 5 Runden. Du brauchst mal dringend dann irgendwas, was dir ein bisschen mehr Einberufen gibt. Ja, so ein Schnitzerlager wäre ganz gut. Auch wenn das überhaupt keine, fast gar keine Synergie hat. Nicht überhaupt keine, auch fast keine. Aber wir können sie natürlich noch unten pimpen, indem wir hier hinbauen. Und danach können wir das regeln. So, dann bauen wir dich einmal dahin. Und dann machst du einfach noch ein... Ah ja, ein junges Feuer dran. Die Drachen sind halt am Anfang wirklich extrem schwach, ne? Dieser Schwanzhieb ist überhaupt nicht gut. Hier hast du wenigstens die Möglichkeit zu tanken, ne? Das haben die halt gar nicht. Egal, nehmen wir mal einen Feuerdrachen. Bisschen Variation. Wir können jetzt auch natürlich hier unseren Kumpel fragen, ob er mit in den Krieg kommt. Problem ist natürlich, ich kann das einfach ablehnen. Wäre dann nicht so gut, aber ist nicht so wie früher, dass er dann direkt alles rächen muss. Ah, okay. Aber jetzt ist auch dabei. Das könnte uns vielleicht noch ein bisschen helfen, wenn er die ein bisschen ablenkt. An sich müssen wir jetzt natürlich zur Hauptstadt rushen. Problem ist natürlich, wir haben ja auch ein Siegel. Das heißt, wenn ich jetzt hier Siegel allein lasse, komme ich natürlich auch wieder nicht zum Siegelsieg, was ja eigentlich unser Plan ist. Jetzt haben wir ja 3. Jetzt haben wir mehr als die Mishara. Wollen natürlich das 4. noch haben. Das heißt, ich muss eigentlich nach unten laufen und so schnell wie möglich die umhauen, ne? Aber das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Wichtig ist erstmal ein bisschen Heilung hier. Ach, das ist der Ascheland. Ach Gott, das kann ja nicht heilen. Ja, Heilung, Heilung, ne? Auch immer so eine blöde Geschichte. Wir könnten natürlich das hier einnehmen. Und hoffen, dass wir darüber Heilung bekommen. Uff. Unser Ferroklax ist nochmal aufgelevelt worden. Ich konnte so einen Drachen verspeisen und dadurch ein Level gewinnen. Das ist ganz gut, dann sind wir Level 12. Wir haben noch immer nicht geschafft, die ferne Heraufbeschwörung zu nehmen. Das heißt, unser Komet hat noch immer nur eine Reichweite von 5. Ziemlich erbärmlich. Aber wichtig ist halt, wir haben jetzt eine große Transformation. Können wir uns mal zusammen angucken. Also, wir können ätherisch werden. Dadurch sind wir anfälliger für, ich glaube, Blitz, genau. Und der Rest sind wir sehr, sehr, sehr immun. Das ist sehr cool. Können passieren und so weiter und so fort. Betäubt hinzufügen und elektrifiziert, was ja auch nochmal Schaden gibt. Sehr gut. Chaos ist Unheil passt natürlich auch ganz gut. Wir haben aber schon Feuerschaden. Die Resistenz wäre natürlich nicht schlecht. Und Ödniswanderung wäre nicht schlecht. Wobei das bei ihm auch nicht so relevant ist. Immun gegen Brennen würden wir ja auch bei ätherisch bekommen. Von daher irrelevant, ja. Elementar, ähnliches Prinzip. Wir haben natürlich hier mehr physischen Schaden. Ja, wichtig ist dieses Vergold. Das ist natürlich total im Balance. Ne? Das kennen wir ja. Ist einfach betäubt und gibt auch noch Geld. Und immer Blutung zu. Das ist auch sehr gut. Aber die Trade-offs durch Elementar sind halt nicht so gut. Weil wir sind ja im Freund in der Feuerhölle. Deswegen wäre das schon ganz gut. Pflanze auf keinen Fall. Brauchen wir gar nicht danach zu gucken. Wir brauchen gar nicht drüber zu reden. Himmlisch, ja, ist auch nicht so gut. Können natürlich heilen. Ablenken ist auch eine sehr gute Fähigkeit, aber nope. Und Untoter, nee, werden wir auch nicht sein. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich dem Astralen zuwenden. Ein bisschen mehr Blitzschaden kann nicht schaden, weil wir haben wirklich da, glaube ich, die Nische, wo wir am meisten Schaden machen können. Haben elektrifiziert, betäuben, was halt wie Gold vergoldend ist, nur eben ohne den Goldeffekt. Und haben halt sehr gute Boni hier, außer eben den Blitzwiderstand. Ja, wahrscheinlich gegen die blaue Katze gar nicht mehr kämpfen werden, entweder nur noch gegen Mishara und eben die Kröte. Mishara dürfen wir nämlich auf keinen Fall untot sein, sonst haut die uns einfach aus den Socken. Weil die nämlich hauptsächlich Ordnung hat, also hauptsächlich Geistschaden wahrscheinlich verursacht. Da sind wir nämlich mit ätherisch nochmal besser dran. Haben ganz viele Immunitäten, was extrem wichtig ist. Und das nehmen wir uns einfach. Und so sieht unser Ferroklax dann aus. Ist ein bisschen abgespaced, also gefällt mir nicht mehr ganz so gut. Er wird langsam dann zu so einer ätherischen Pflanzenbestie. Ich meine, cool sieht es trotzdem aus, aber er ist halt nicht mehr der Feuerdrache, der immer war. Das ist zumindest nicht mehr ganz so. Ihr seht, haben wir jetzt auch den Blitzschaden dabei. Ich habe auch die Blitzheraufbeschwörung genommen, passt also auch thematisch ganz gut. Ja. Und ansonsten belagere ich gerade diesen Ausposten, damit wir ihn weg haben und da auch nochmal einen Teleporter bauen könnten, vor allen Dingen uns hier regenerieren können, weil das ist ja komischerweise ein Sumpfgebiet. Ich denke mal, das hat die terraformed. Das ist natürlich gar nicht schlecht. Ja, und dann währenddessen schwören wir weiter unser Bestien. Wir hauen natürlich weiter und weiter, weiter Bestien raus. Alles andere ist nicht möglich. Wir können auch Steingeister beschwören, wäre so eine billigere Alternative. Und den schicke ich jetzt mal nach hier unten, die sind jetzt auch geheilt. Und hoffen, dass das erstmal hält. Ja, die Siegel, das hier wird bald gebrochen werden. Das Problem ist, dass hier so ein
Leonardo da Magier die ganze Zeit daneben hockt. Und Mishara, ja gut, die hat jetzt wieder noch eins, die hat aber eben die ganze zwei Siege. Ein Siegel ist gerade wieder eingenommen worden von jemandem. Das wird wahrscheinlich dann das hier gewesen sein. Jupp. Soll bitte auch länger eingenommen bleiben. Aber unsere werden jetzt auch gleich wieder angegriffen, da bin ich mir relativ sicher. Ah, dann müssen wir hier runter. Wir müssen sie halt jetzt töten. Das Problem ist, sonst kommen nachher wieder diese Stacks und nochmal die Stacks und wieder. Und irgendwann, das ist ja eher so eine mentale Sache, ne? Ihr merkt es ja jetzt schon. Irgendwann bricht nicht unbedingt, dass wir die Kämpfe gewinnen können, sondern meine mentale Stärke, das zu kämpfen, bricht. Weil es einfach natürlich extrem fordert ist. Jeder Kampf, ich darf kaum Einheiten verlieren, hab's irgendwie, ich musste nichts verlieren, sonst hätte ich diesen Kampf nicht auto-resolven können und wahrscheinlich nicht mal gewinnen können. Das ist natürlich mental sehr fordernd. Ne? Das kann man, merkt man vielleicht nicht, wenn man selber nicht brutal spielt, aber es ist schon sehr anstrengend. Ey, ganz ehrlich, ist mir scheißegal, wie ich mich verändere im Spiel. Ich werde mein Schwarzdrache bleiben und ich werde ganz sicher kein grüner, blauer, obener, astraler, magischer Naturdrache werden. Ich werde immer so bleiben, wie ich bin, verdammt nochmal. Also, mir egal. Gerne nehme ich einen dickeren Kometen, ich nehme mehr Damage, ich nehme alles. Ich werde auch ätherisch, aber ich werde nicht mein schwarzes Drachen-Dasein aufgeben, verdammt nochmal. Ja, unser Plan funktioniert ganz gut, denn Fangir ist hier tatsächlich richtig reingegangen. Hat die Rainer nochmal ausgelöscht. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt genau war. Ich habe nur gesehen, dass sie wieder umgebracht worden ist. Das heißt, die wurde wohl, hat wohl versucht, hier anzugreifen. Eins Problem halt für uns ist natürlich, wir müssen ja diesen blöden Siegel nehmen. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach wahllos da hinein chargen. Ich würde es natürlich gerne, aber dann verlieren wir halt die Siegel. Mishara hat zwar jetzt ab und zu mal 0 gehabt, das heißt, wir kommen näher. Aber wenn ihr halt seht, sie ist halt noch mit 1 noch immer schneller, als wir mit, obwohl mit 3 schaffen wir es. Aber 3 müssen wir dann auch haben. Deswegen, ich würde da gerne reingehen, aber momentan ist eigentlich alles immer, ihr seht hier unten auch, immer nur auf die Armee ausgelegt, die Siegelkämpfe zu kämpfen. Und ja, diese Kämpfe kämpfe ich übrigens auch noch. Die zeige ich euch nicht, weil die komplett lächerlich sind. Es sind immer so Armeen von 1000 bis 1400. Da mache ich Auto-Resolve, verliere fast alles an meiner Armee, muss das dann selber kämpfen. Verliere dann, ja, nichts, nicht immer nichts, manchmal auch mal eine Einheit. Aber insgesamt sind das eher auch wieder so Kämpfe, die man halt nebenbei noch dann mitnehmen muss, damit man irgendwie hier einen Fortschritt kriegt. Ja, sonst haben wir die Armeen wieder aufgepusht, sag ich mal, so wie ihr seht. Also ihr merkt schon, wir haben wieder eine gute, relativ gute Armee. Müssen natürlich immer noch heilen. Wir kriegen ja keinerlei Heilung. Denkt dran, keine Heilung durch irgendwas, außer eben diese schönen Waldgebiete, die hier selten mal vorhanden sind. Warum auch hier so viele davon sind. Klar, warum die Mishara relativ stark war. Aber ja, hier wäre eigentlich noch eine ganz gute Stadt zu gründen, uns auch noch das Archonia-Blut zu holen langfristig. Aber naja, langfristig ist eigentlich nur Froschklatschen. Und die Siegel nehmen. Das wäre eigentlich die langfristige Geschichte. Nur es ist wirklich nicht so einfach, sich zu überlegen, wie man das jetzt genau macht. Ne? Weil, ja, wann habe ich hier wirklich einen Vorteil, wenn ich das eine oder das andere tue? Das ist die Frage. Also, den Frosch umzubringen würde halt nicht den Sieg bringen. Das kann man einfach sagen. Macht natürlich mehr Spaß. Wäre für das Let's Play, um es mal wieder sozusagen, auf jeden Fall am sinnvollsten. Ich würde euch noch was heilen. Würde ich auch. Aber es ist halt schwierig, da die Finger drauf zu kriegen, was wäre jetzt sinnvoll, weil gewinnen würden wir nämlich, wenn ich jetzt einfach das durchpushe, die 3 Siegel halte, guck, dass der Frosch uns nicht überrennt und dann ist gut. Dann haben wir eigentlich gewonnen, solange Mishara nicht irgendwie wieder 3 Siegel bekommt, was fast unmöglich sein sollte. Mit dem 4. Siegel können wir es natürlich nochmal beschleunigen und sicherer machen, das auch, ja. Aber dafür müsste ich halt alle Siegel aufgeben. Ich meine, hier habe ich schon nur einen Drachen drauf und das macht es natürlich recht schwierig. Ohohoho, die KI, mein Gott, was ist denn los? Steht, dass sie verliert. Hm. Ah, noch eine Option. Natürlich nicht schlecht. Optionen sind immer gut. Das macht Spaß. Also ich könnte die 3 Siegel halten, ohne dass ich irgendwelche Probleme hätte. Mishara könnte ich dann angreifen, weil Mishara hat nämlich wieder 2 Siegel. Würde also schneller gewinnen als ich. Müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Wäre tatsächlich wieder nicht schlecht. Ne? Gold oder Mana. Weil das geht jetzt auch langsam ein bisschen zu nahe. Dann bräuchte ich jetzt erstmal nicht so krass militärisch zu pumpen. Um schnell die Kröte zu rushen. Das wäre schon mal nicht schlecht. Ah, schwierig, schwierig. Aber wie gesagt, natürlich vom Effekt her nicht so cool. Aber es gibt am meisten Sinn, ne? Nehmen wir das Mana. Und dann ist gut. Dann kann Fangir die ruhig noch umklatschen. Das ist mir relativ egal. Das ist mir wurscht. Ja. Das ist okay. Ja, und Rainer ist wieder zurückgekehrt. Aber ich denke mal, Fangir sollte die eigentlich auch alleine umbringen können. Jetzt müsste er halt nur durchziehen. Seine Armee, der tanzt hier nur so ein bisschen um die herum. Ich weiß nicht, ob er sie vielleicht auch mit dem Tanz verführen will. Kann ja auch sein. Aber für uns ist natürlich super. Das heißt, wir könnten uns jetzt hier auf den Schimmerhof beziehen. Der ist ja direkt vor uns. Die auch nicht schlecht. Das heißt, wir können auch diesen Außenposten jetzt mal zerstören. Den brauchen wir nicht mehr. Nicht mehr. Und dann bauen wir lieber hier das für eine Stadt aus. Wenn wir nochmal eine Stadt bauen können. Momentan brauchen wir noch viel zu viel Imperium dafür. Was ein bisschen schade ist.
Aber gut, ja, am Vortex kann theoretisch was annektieren, danke. Dann können wir auch erstmal aufhören, Sachen zu produzieren, was auch nicht verkehrt ist. Dann haben wir hier unten jetzt mal so eine kleine Armee, dann haben wir das Siegel eigentlich von sich aus gesichert. Bis dann nämlich ein Teleporter da ist, wird noch ja, viel Zeit vergehen. Dann haben wir hier so zwei Stacks, die hoffentlich das Ganze halten können. Und können uns jetzt hier nach oben bewegen. Aber wieder das Problem natürlich, darf kein Siegel, das hier ist ja auch total ohne Hilfe. Kein Siegel verlieren, ne? Also ihr seht jetzt plus zwei und wenn wir jetzt drauf gucken, dann würde sie in 14 Runden gewinnen, wir in 20 Runden. Ist natürlich trotzdem okay. Ist halt die Frage, ob sie das wieder verlieren will. Also klar, man kann jetzt einfach hoffen, dass sie das verlieren. Es ist wirklich, also strategisch anstrengend, aber ich finde es eher umständlich anstrengend. Das ist eigentlich ganz nett, weil wir ja doch noch, jetzt, doch noch eine Chance haben. Aber diese Siegel sind halt natürlich schon auch sehr anstrengend, muss man einfach sagen. Nicht unbedingt das, was jetzt riesige Freude macht. Froh, dass der Fangier uns aber so gut helfen kann. Das ist tatsächlich sehr, sehr nützlich. Naja, gut. Das wäre jetzt auf jeden Fall das Game, was wir machen müssen. Schauen wir mal, wo sich jetzt die nächsten Runden hin entwickeln. Ob ich mich entscheide, dazu nach oben zu laufen. Noch einen dicken Kampf am Ende zu leisten. Ich meine, einen Kampf hätte ich dann doch aufnehmen sollen wahrscheinlich. Aber so einen ähnlichen Kampf hatten wir halt schon mal gegen die Kröte. Vielleicht können wir noch gegen Mishara einen raushauen. Mal gucken. Ja, und es hat sich weiters ereignet. Aber erstmal können wir unser neues Buch aussuchen. Na gut, ihr seht es vielleicht schon. Kannst ja schon mal sagen. Alle haben uns den Krieg erklärt. Ich habe den kleinen Fakt vergessen, dass Mishara ja auch alle den Krieg erklärt haben, ab einer gewissen Menge Siegel. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass es schon ab 50 Siegel ist. Das Problem ist, sie ist jetzt irgendwie mit fast keinem mehr im Krieg. Und Fangi und ich mit eigentlich allen, weil ich die Siegel sammle. Das Problem ist natürlich dabei, dass Mishara jetzt wieder, das ist ja wirklich schlimmer als GZSZ, dass Mishara jetzt wieder die Siegel behalten kann besser und dadurch natürlich wieder in die Gefahr kommt zu gewinnen. Ja, währenddessen können wir das Buch des Schöpfers nehmen. Auch mal ein sehr gutes Ding. Meine ewige Erde, wenn man natürlich Elementare hat, ist super cool. Habe ich jetzt gar nicht, aber das wäre natürlich auch eine Option. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr das habt. Aber Titan der Erde ist halt sehr, sehr gut. Einfach um ein bisschen was zu haben, was man im Kampf beschwören kann. Ich habe mich wieder hinreißen lassen, einen Kampf auch zu resolven, sage ich, zeige ich euch sofort. Ich habe wieder mehrere Siegekämpfe gekämpft. Und dann kam auf einmal die Kröte wieder an. Ich dachte, ja, Fangi ist noch mit dem Krieg. Nee, der hatte irgendwie dann Frieden mit der gemacht. Dann ist sie rübergekommen, hatte wieder mal drei Stacks und ja, war zwar schwächer, also es war abzusehen, dass sie verliert, aber ja, dann hat sie halt leider unsere Armee wieder mal dezimiert. Ich, wie gesagt, konnte mich nicht dazu durchsetzen. Wir haben hauptsächlich Phasenbestien verloren, ja, und den Drachen, die kleinen Drachen halt. Ne? Ich weiß halt nicht, ehrlich gesagt, wie man das irgendwie anständig machen kann, die am Leben zu halten. Kein Plan. Ja, und jetzt ist Rainer wieder mal in die Sphäre Astar eben zurückgezogen. Das heißt, wieder müssten wir jetzt eigentlich angreifen gehen. Problem ist halt, dass hier die Siegel ja wieder angegriffen werden, hundertprozentig, da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Das wird wieder kommen. Ja, und das ist deswegen extrem schwierig jetzt, was man machen soll, ne? Und heilen können wir uns ja auch nochmal nicht hier, denkt daran. Das heißt, wir sitzen da jetzt wieder so ein bisschen in der Bredouille. Das Siegel wurde auch nie angegriffen, finde ich total lustig. Keine Ahnung warum, finde ich aber gut. Ich sollte lieber eigentlich nichts dazu sagen, denn dass das nicht angegriffen wird, ist sehr gut. Nehmen wir mal Ansporn zum Handeln. Dann haben wir die Leute wieder gefangen genommen. Ja, und dementsprechend sieht unsere Armee wieder zerfetzt aus. Fangir geht zumindest recht gut auf die Mishara drauf, aber sie hat, wie ihr seht, plus zwei Siege. Der Rate müsste sie noch gewinnen. Wenn ihr das noch ein bisschen länger, ja, drei Runden haben wir da noch länger, wenn sie noch mal ein bisschen verlieren würde, dann könnten wir theoretisch schaffen, dass wir dann mit drei Siegeln und sie mit zwei dann auch gewinnen können. Und dann müssen wir trotzdem halt immer hier uns diese ganze Krötengeschichte vom Kopf halten. Gut wäre eigentlich Hochgrad einzunehmen, das zu Vasallen zu machen. Vielleicht wäre das eine Option. Aber ich muss, ja, das ist, was ich jetzt schon die ganze Zeit, ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist halt so schwer, jetzt wegzugehen und zu sagen, okay, ich lasse die Siegel erstmal liegen und gucke, dass ich das dann nachher wiederhole. Weil wenn ich das tue, wird sie ja wieder eine Chance haben, mehr Punkte zu kriegen. Das heißt, ich muss sie dann auch töten damit oder so weit durchziehen, dass sie keine Chance mehr haben. Das heißt eigentlich, ihre Hauptstadt hier einnehmen. Okay, okay, ich verstehe schon. Ihr seid sauer auf mich. Ich möchte mich erklären. Warum habe ich Mishara nicht weiter in den Krieg erklärt und selber Siegel eingesammelt? Ja, wisst schon, ich habe da so eine Party gemacht und dann, ja, ist alles eskalieren. Jetzt will ich es halt wieder gut machen, Leute. Seht es doch einfach ein, ich will euch doch nur helfen. Also, bitte, müsst ihr mir doch nicht direkt alle in den Krieg erklären. Der liebe Fangia hat doch auch verstanden, dass es gar nicht so schlimm ist. Aus dem Krötenmensch, wir haben doch gerade Frieden gemacht. Was soll denn der Mist? Och nö, nicht der Mist schon wieder. Okay, dann treffen wir uns halt am Schlachtfeld. Scheiße. Ja, und wie ihr seht, die Situation ist
Na, ich glaube, das sage ich ungern, aber die ist nicht mehr rettbar. Die Kröte hat nochmal 6 Stacks. Also ihr müsst euch das übrigens auf die Zunge zergehen lassen. Wir haben jetzt mit der Kröte ungefähr so 20 Runden Krieg geführt. Wir haben, glaube ich, schon mittlerweile 20 Stacks zerstört. Wir haben jetzt nochmal 6 Stacks zerstört. Also sie ist auch nicht kaputtbar. Sie ist halt nicht in irgendeiner Weise wirklich ausradierbar, indem man einfach die Armeen tötet. Ja, und wir haben sehen Mishara. Hier oben mit nochmal 6 Stacks. Ja, hier sind nicht ganz 6, sind glaube ich 4 und noch was. Ja, und die sind absolut brutal beefy. Also hier die Tyrannenritter und Adlerritter oder wie sie heißen, Adlerreiter. Extrem starke Einheiten. Ich glaube, wir schaffen es nicht, weil vor allem das Lustige ist jetzt, Mishara hat ganz unabsichtlich den Plan, den ich ja hatte, gegen mich verwandt. Das heißt, jetzt ist sie mit keinem mehr im Krieg, mit drei noch im Krieg, aber hat einfach das Bündnis mit der Krötenfrau und mit der Katze, obwohl sie, und das ist lustig, aber das ist wieder so typisch KI, man kann es nur immer wieder betonen, wie schlecht KI heutzutage immer ist. Obwohl sie schneller den Sieg gesiegt hat, hat sie jetzt nicht mehr den Krieg mit allen Leuten, aber ich habe den Krieg mit allen Leuten. Also wir haben den. Obwohl sie schneller gewinnen wird und noch immer mehr Punkte hat als ich. Deswegen habe ich auch nicht damit gerechnet, dass das so komplett kippt. Ich habe gehofft, dass sie wenigstens auch mit allen Krieg hat. Nö. Die hat sich Leonardo auf einmal wieder als Kumpel geholt und die beiden anderen als Kumpel geholt. Das heißt, die hat da keinerlei Druck mehr, weil Leonardo hatte schon mit der so ein bisschen Druck. Der greift mich jetzt hier die ganze Zeit dem Siegel an. Das heißt, da bin ich jetzt die ganze Zeit in der Bredouille. Ja, und wir können über Siegel nicht mehr gewinnen. Aber wenn ich hier diese Armeen sehe, die weiteren 6 Stacks, 6, ne, lasst es euch nochmal auf der Zunge zergehen, 6 Stacks, 6 werden wir da nicht gewinnen. Ich glaube, wir werden einfach akzeptieren müssen, dass wir verloren haben. Wir können auch einen epischen Kampf kämpfen und das war's, denn ich sehe da keinen Ausweg. Ich wüsste nicht wie, wir haben Geld halt, wir haben ja mittlerweile auch 6 Stacks, das kriegen wir halt mit diesen schlechten Städten nicht bezahlt, da wir halt in diesen fiesen Ödnis sind, das vergisst man ja gern, wir sind ja noch immer in einer Challenge. Dieses Gebiet ist extrem kackjes. Das wirkt nicht so, weil ich die Wirtschaft immer rausgelassen habe und nicht noch länger wirkt. Aber es ist extrem kackjes. Das heißt, wir können nicht mehr Armeen finanzieren. Wir sind ja schon okay noch dabei, dafür, dass wir so viele Armeen haben. Ich pumpe hier auch konstant irgendwas nach. Ich verliere ja auch durch die Kämpfe. Die werden mittlerweile auch bei 2000 landen, die nämlich. Nachdem uns dann nämlich die Kröte mit ihren, ich glaube, nächsten 3 Stacks, genau. Nachdem wir ja die 9 Stacks, die 6 Stacks besiegt haben, kamen ja nochmal 3. Also haben wir 9 Stacks besiegt. Danach kam dann eine 2000 Armee am Siegel, die ich dann auch mal besiegen musste. Da habe ich wieder eine Phasenbestie verloren. Das heißt, wir konsolidieren hier ständig unsere Armeen. Und ihr seht, ich habe halt natürlich am Anfang ein bisschen zu naiv gedacht, dass wir so ein bisschen auf die Konstrukte, boah, machen wir mal so und so. Ich hätte viel fester die Strategie fahren sollen. Also auf jeden Fall, wenn ich Fernkampf gehe, nur Damage auf Fernkampf. Die Bücher 1 gehen, so wie wir es schon mal gezeigt hatten. Bücher 1, Bücher 1, Bücher 1, sodass wir nur den Damage stacken auf die Fernkampf. Denn jetzt sind die viel zu schwach, die sind halt kaum was wert vor der Armeestärke und machen halt auch gegen die Bücher langsam keinen Schaden mehr. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, wir werden uns jetzt wohl den Kampf hier geben und wir müssen kämpfen. Denn eine Wahl bleibt uns nicht. Doch das werden wir in der nächsten Folge tun, denn das ist dann die letzte Folge, egal wie es läuft. Wir werden jetzt so lange kämpfen. Ich werde mich auch zwingen, sie sonst zu schneiden und alle reinzupacken. Also wer eine Kampffolge liebt, herzlichen Glückwunsch, die wird jetzt kommen. Ich habe keinen Glauben daran, dass wir es jemals gewinnen können. Ich denke schon, dass ich ein paar Stacks klatsche, aber die werden uns halt einfach überrennen. Und selbst wenn wir alles gewinnen, denkt dran, Siegelsieg wird an Mishara gehen. Aber wir werden uns ehrenhaft noch stellen. Ferroklax wird nicht einfach aufgeben, sondern er wird so lange kämpfen, bis nichts mehr existiert.